zum ersten Gewinnspielvideo. In diesem Video wird euch jetzt erklärt, was für Regeln bei diesem Gewinnspiel dabei sind. Die Regeln. Gewinnspielteilnahme ist dieses Mal ab 16. Beim letzten Mal haben sich viele aufgeregt, warum dann ab 18? Ganz logisch, deutsche Gesetze. Dieses Mal ab 16, aber mit einer Voraussetzung, sozusagen Mutti-Zettel muss vertreten sein. Also was heißt Mutti-Zettel? Mutti-Zettel ist einfach nur kurzes Einverständniserklärung der Eltern oder halt ein kurzes Telefonat mit diesen. Das Gewinnspiel wurde schon verpackt in diesem Riesenkarton. Es ist noch nicht verschlossen, weil es muss ja noch ein Zettel rein und ich weiß auch noch nicht, wer gewinnen sollte. Also Leute, das Gewinnspiel wird unterteilt in drei Teile. Dies ist das erste Video. Darunter könnt ihr einen Kommentar setzen. Ihr müsst einen Kommentar setzen, um mitzumachen. Ihr müsst mein Abonnent sein und ihr müsst dieses Video liken. Dazu kommt noch folgendermaßen die dreifache Gewinnchance. Und zwar habt ihr dreimal die Chance, in den Lostopf zu kommen. Und zwar wird es drei Videos geben, wie schon erwähnt. Dies ist das erste. Danach folgen zwei weitere Videos mit dem Titel Gewinnspiel Teil 2 und Teil 3. Dies sind immer Produktvorführungen von einzelnen Sachen. Und vorne als Intro wird nochmal das Gewinnspielbild drangehauen. Und darunter bitte auch Like, also einen Kommentar setzen, das Video liken. Und ihr müsst unbedingt mein Abonnent sein, weil ich gleiche die Kommentarliste mit meinen Abonnentenlisten ab. Das heißt, wenn ihr alle drei Videos liked, kommentiert und mein Abonnent seid, habt ihr drei Lose, die im Lostopf reinkommen. So, wenn jetzt die alle unter 16 Jahre sich wieder aufregen, Leute, nehmt es mir nicht übel. Dieses Jahr gibt es noch 5 weitere Gewinnspiele. Das nächste Gewinnspiel wird das 4th of July Gewinnspiel, also Nationalfeiertag in den USA. Und da geht's ab 12 Jahren, 14 Jahren los. 14 Jahre hat einen Grund, das wird ihr dann später sehen. So, habe ich soweit alles erklärt. Im Nachhinein, sagt schon, lasse ich nochmal die Preview von dem Gewinnspiel durchlaufen oder ich werde es unten verlinken. Ich weiß es noch nicht ganz, wie ich es machen werde, damit jeder weiß, um was es geht und was ihr gewinnen könnt. Da fällt mir noch ein, leider ist die Gewinnspielteilnahme nur möglich, wenn ihr in Deutschland lebt oder euren Wohnsitz halt in Deutschland habt. Ansonsten ist es leider nicht möglich, da die Versandkosten doch sehr hoch sind für Gefahrgut im Jahr und dann noch im Ausland ist noch höher. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ich würde mich natürlich freuen, wenn alle mitmachen. Lasst einen Kommentar da, wie gesagt. Und damit das Video nicht ganz so langweilig wird, wollte ich euch nochmal meine Highlights vom letzten Silvester verraten, also 2015/16. Und zwar habe ich hier diesen wunderschönen Booster von Diamond, also die Bombenrohre werden ja, also Leute, kauft euch nochmal die Bombenrohre, ich sag's euch. Ab Mitte 2017 verlieren sie leider ihre Zulassung. Das heißt, die werden dann nicht mehr für den Klasse 2 Bereich genutzt. Also die dürfen dann nicht mehr genutzt werden im Klasse 2 Bereich. Ich denke mal, die Bombenrohre wird es noch geben, aber ich denke dann eher in höheren Klassen, entweder 3 oder 4. Aber für 4 ist es, denke ich mal, zu mickrig. Also ich denke mal, es wird vielleicht in Klasse 3 noch erhältlich sein, aber wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. So, das war auf jeden Fall einer meiner Favoriten letztes Jahr. Den wunderschönen alten Vulkan Silberfächer. Kann ich euch auch sehr schön empfehlen von Kellerfeuerwerk. Generell alle Fächer für wenig Geld. Also ich kenne jetzt viele Fächer, die sehr teuer sind und nichts taugen, aber das taugt wirklich noch was. Dann vom Blackbox auf jeden Fall den Flitzblitz. Also das Quackling erinnert mich eher so an Plan B von Blackbox. Richtig schön groß. Und vor allen Dingen die Feuertöpfe sind auch nicht zu toppen eigentlich. Also wirklich sehr schöne Batterien, die Blackbox da rausgebracht hat. Und deswegen gleich noch eine in Kombination mit Feuertopf, und zwar die Halo. Auch wirklich sehr schöne Feuertopf-Batterie. Und hier sind Prokat-Feuertöpfe mit dabei. Und was steht drauf? Gold-Crafting-Pile mit langem Rot-Flimmer-Schweif. Nicht ganz, aber auf jeden Fall sehr schön. Hat eine Coconut-ähnliche
Verwandlung. Und deswegen mag ich diesen Kuchen sehr schön. Also Cake. Und mein absoluter Top-Favorit ist die Cake 8-2 von Heron. Also was die rausgehauen hat, ist der Wahnsinn. Ich habe Platz gehabt zwischen von Haus zu Haus mindestens 30 Meter und das war alles voll, der ganze Himmel war voll, es hat beinahe fast an Häuser geschossen, also die ist wirklich Hammer. Geile Fächerung, sehr viel Schuss und eigentlich auch top im Preis-Leistung. Also ich habe sie bekommen für 32 Euro. Leute, kauft sie euch mal. Ganz ehrlich. So, genug gelabert. Die Regeln habt ihr mitbekommen. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr macht mit und freut euch drauf und ich möchte euch was geben. Also haut in die Tasten mit. Macht's gut. I'm still breathing.